Special Project Actualized. Ja, ein bisschen brauchst du noch. Die Chinaki, die Weltraumlebensformen, die der unternehmerischen Gesellschaftsleiter mittlerweile als Chinaki bezeichnet, sind sanftmütige Kreaturen. Die können anscheinend eine niedrige Dimension des Subraums nutzen und bewegen sich zwischen den Systemen mit bemerkenswerter Leichtigkeit fort. Sie ernähren sich von Gasen, die in der oberen Atmosphärenschicht viele Gasriesen vorkommen. Es ist gelinde gesagt höchst unwahrscheinlich, dass dies die einzige Nahrungsquelle ist. Die Aufnahme anderer Nährstoffe ist aber noch nicht beobachtet worden. Sie greifen äußerst selten an, selbst wenn sie provoziert werden. Wir können sie getrost ignorieren. Sie zu jagen würde sich ohnehin nur als verlustreich gestalten. Okay. Frequenz, Feinabstimmung plus 10%. Frequenz, Feinabstimmung erhält. Also irgendwie, wir bekommen halt irgendwelche technologischen Promi. Mann. Incoming Transmission. Oder Emperor vielleicht. Oh, die schenken mir Energy Credits und Mineralien. Das ist doch nett. Ja, die sind so. Die sind so devot. Die wollen unbedingt einen Krieg verhindern. In der Xenophil. Incoming Inquiry. Die hier jede Menge Scheiß. Wir haben viel voneinander zu lernen. Wir schlagen ein Forschungsabkommen zwischen unserem Imperium vor. Ach, warum nicht? Ich hab die gerne als meine Nachbarinos. Mining Platform lost. Ey, das nervt jetzt hart. Das nervt jetzt hart. Was ist denn das hier? Aha. Der Nuministische Orden. Grüße, Unternehmer. Wir sind der Nuministische Orden und stehen im Dienst der Glücksgöttin Numa, um mit heiligen Waren aus fernen Ecken der Galaxie zu handeln. Unsere Flotten bereisen die göttlichen Ströme der kosmischen Energie, wo auch immer die Winde des Glücks uns hinführen, und bringen jedes Mal neue Angebote, wenn wir in eure Länder kommen. Für eine bescheidene Spende können diese Wunder im Universum eure sein. Alle Transaktionen in Credits, bitte. Ja, Grüße. Das nennt ihr einen fairen Tausch. Ihr spuckt nur mal ins Gesicht. Was? Oh, wir haben Kunden. Unsere aufrichtige Entschuldigung für diese Zuschaustellung. Manche haben nicht den Mut, das Glück zu akzeptieren, selbst wenn es ihr in den Schoß fällt. Ja, dann zeigt doch mal eure Waren. Was macht ihr denn? Schließt eure visuellen Rezeptoren. Stellt euch nun vor, wie ihr selbst mit dem Rücken auf einem Strom Energy Credits zu einem Berg von noch mehr Energy Credits schwimmt. Mit unseren nuministischen Visualisierungstechniken werdet ihr lernen, dass es keine größere Kraft als die des Geistes gibt. Auch wenn ihr werdet frei von materiellen Wünschen sein, und Credits werden zu euch wie Anthropoden zu Mist gezogen werden. Ich kann ja nicht frei von Materialismus werden, wenn ich Materialismus anstreben will. Ich weiß es nicht. Wenn ihr noch etwas Zeit zum Nachdenken braucht, können wir euch wie sonst auch benachrichtigen, bevor wir euer Territorium verlassen und euch eine weitere Chance geben, um das großzügige Angebot der Göttin anzunehmen. Was bringt denn das hier? Die nuministische Visualisierung für 2500 Energy Credits, die ich gerade eben definitiv nicht habe. Nicht jetzt, kommt später wieder, danke. Wir wünschen, Unternehmer, wir werden uns wieder bei euch melden, wenn ihr euer Territorium verlassen seid. Uns aber bewusst, dass Unuma eine launische Herrin ist. Wenn ihr Verstand etwas anderes will, ändert sich auch das Angebot. Okay. Competitive Station engaged. So. Der Verein nervt hier. Wissenschaftler erlangt Fähigkeit. Das ist cool. Ich baller jetzt erstmal das hier weg. Deren komische Station hier. Das ist voll doof, dass die jetzt hier voll reingrätschen. Ich bin voll auf den Sack. Warte mal, eine verpasste Gelegenheit, in etwas zu investieren, mein Freund, ist der teuerste Fehler. Wenn ihr jemals etwas machen werdet, seid ihr sicher, dass ihr euch unser Angebot nicht leisten könnt. Es ist die letzte Chance, bevor wir teure Trugungen verlassen. Ja, ich kann es mir aber nicht leisten. Piratenstation überfallen, gibt 50 Energie und 80 Mineralien. Das ist sehr cool. Und jetzt holzen wir hoffentlich diesen Scheißverein da oben weg. Future Market Survey complete. Oh, okay, fliegt einfach weiter, ey. Wie oft denn noch?
Natürlich kämpfe ich als allererstes gleich mal gegen meine eigenen Leute, ne? Auf jeden Fall ein harter Kampf. So viel zum Thema, ich brauche keine Schiffe. Ich sehe das anders, Freunde. Ich sehe das anders. Future Market Survey complete. So, habe ich das jetzt hier endlich? Reparieren. Und wo ist mein Konstruktionsschiff? Mein Konstruktionsschiff möge doch bitte mal diesen ganzen Scheiß hier wieder herstellen. So. Jetzt machen wir wieder positive Energie. Wutvirus. Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Tragödie hat nun auch das Forschungsteam befallen, das die Isolierung der Ursache hinter der unberechenbaren Verhalten auf der Grabbelbus führte. Trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen begannen mehrere Mitglieder des Teams, den typischen Zustand der Aggression zu zeigen, und im darauf folgenden Chaos wurden mehrere Wissenschaftler getötet. Es gibt jedoch etwas Hoffnung. Wir haben herausgefunden, dass die Ursache für diese Epidemie infektiös ist. Sie wird von einem durch die Luft übertragenen Virus verursacht, dass die grundlegende Neurologie seine Opfer beeinträchtigt. Die verbliebenen Wissenschaftler versuchen nun, den Impfstoff zu entwickeln. Hinzufügen des Modifikators herumwütende Forscher für 12 Monate führt zu einem folgenden Fall. -50% durch Sozialforschung-Jobs. Okay. Kann ich ja eh nicht ändern. Noch irgendwas im Situationsprotokoll? Nicht wirklich. Beides hier wird gerade eben noch geforscht. Okay. Radine, den dann. Incoming Inquiry. Jetzt schon wieder los. Die Galaxie ist schon bedrohlich genug, ohne dass man sich um einen Krieg zwischen den Robco-Industries und anderen Chimnas. Einen Nichtangriff zu sprechen. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ein Nichtangriff zu sprechen. Zwischen uns. Finde ich total super. Kann ich absolut mit leben. Ihr werdet nicht damit leben können, was ich mit euch mache. Sobald wir soweit sind. Was? Nein? Wieso denn Major Muffler? Wieso denn nicht? Kann den doch trotzdem die Kriminalität hochtreiben. Weiß ich. Och, jetzt fliegt doch einfach weiter, ihr komischen Schlawiner. So, die Flotte wurde repariert. Sehr gut. Und ich hätte gerne, dass sie wieder auf den alten Stand gebracht wird. Diebe! Nach einem kürzlichen Besuch der Winds of Fortune of Robco-Werk wurden festgestellt, dass einige der Ressourcen... Was, die haben uns 200 Energie-Credits geklaut, die Schweine? Ja, nee, ist klar. Ja, sie fehlen halt einfach. What the fuck? Bin kurz vor Pleite und die Schweine klauen es einfach. Ich geh mal auf den Markt und verkauf mal ein bisschen was hiervon. 1000 Stück. So dazu. Ohne Schweinebande. So, Hämorrhoidental. Hab ich hier nicht erst neulich ein Ding gekauft? Nee, ich konnte mir, glaube ich, keinen leisten. Erfahrungszuwachs. Das ist alles Erfahrungszuwachs. Das ist egal, was ich mache. So, dann habe ich jetzt hier den ersten Arbeitslosen. Ja, komm, wir brauchen eh Energy Credits. Also baue hier auch welche ab. Verzieht euch! Keiner will mit euch handeln. Jedes Mal, wenn sie reinkommen, kommt dann quasi dieses Event. Ah, okay. Und jetzt haben wir hier quasi die nächste Tradition. Okay, das ist natürlich eine interessante Situation. Ausbreitung wäre jetzt natürlich sehr, sehr wichtig. Erhöht auch unser Verwaltungslimit.
Ja, das machen wir. Wir machen als nächstes die Ausbreitung. Ich würde mir wünschen, ich könnte die Sternbasen Limit noch ein bisschen erhöhen. Im Grunde könnte ich das hier sogar wieder downgraden. Kann ich gerade eben wirklich downgraden. Market Outlier identified. Weil es ja die Kosten wieder ein bisschen reduziert. So. Schutzbatterie. 2, 3. Okay, hoppala, Entschuldigung. Bin ja gerade immer am Mikro hängen geblieben. Impfstoff gegen den Wutvirus entwickelt. Endlich! Die Entwicklung eines Impfstoffes zur Behandlung der Epidemie, die unsere Bevölkerung auf Krabbelbutz infiziert hat, ist erfolgreich abgeschlossen. Die Verteilung des Impfstoffs hat begonnen und das Leben auf Krabbelbutz sollte sich bald wieder schon normalisieren. Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Retrovirus hinter diesem Vorfall vor Millionen von Jahren auf Krabbelbutz entwickelt hat. Es ruhte in einer gefrorenen Eisschicht und tauchte auf, als die Eiskappen des Planeten schmolzen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies auch den Untergang der Schöpfer vor Jahrtausend einleitet. Zum Glück ist Robco Industries besser dafür ausgestattet, um mit den viralen Kontaminationen fertig zu werden. Die Entwicklung dieser Impfstoffe hat sogar zu einem neuen Fortschritt auf dem Gebiet der Medizin geführt. Yay! Genetisches Gesundheitswesen erhält Technologie. Research actualized. Silizium-Lebensform. Unter dem kargen Oberfläche von Bitrion gibt es ein weitreichendes Tunnelnetzwerk, in dem eine Art unterirdischer Silizium-basierter Lebensform lebt. Soweit wir das sagen können, ernähren sich die Kreaturen von Felsen. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass die über eine rudimentäre Form von Intelligenz verfügen. Durch die Tunnelgraberei haben sie große Mengen wertvoller Mineralien an die Oberfläche geschoben. Nice. Moment. Ja, die Genkliniken haben wir jetzt hier. Jobmediziner, medizinische Medizinmitarbeiter machen aus Konsumgütern Dienstleistungen und Wachstumsgeschwindigkeit. Wachstumsgeschwindigkeit ist gar nicht mehr so blöd. Oh Gott, dieser scheiß Energiesauger. Obwohl größte Dreck, den es gibt. Unfassbar. Den braucht man echt nicht. Outlier identified. Jojojo, forsch mal schön. Research actualized. Pause. Gut, Baugeschwindigkeit auf Planeten, nicht so wirklich wichtig. Wir könnten jetzt unsere erste Bewaffnungsverbesserung mal in Angriff nehmen. Endlich hier am Werkeln. Er ist am Werkeln. Sonnensegler im Orbit um Bagol 8 haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es mit einem Objekt durchschlagen wurde, höchstwahrscheinlich einem Meteoriten. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Gibt auch noch ein bisschen Erfahrung. Also eine Unternehmerkultstätte wäre auch nicht schlecht, aber ich sehe gar nicht mehr Wachstum in Genkliniken. Mir fehlen halt einfach die Konsumgüter, das ist gerade eben echt lästig. Das ist ein Krabbelbutz jetzt hier, diesen Stress gab, hat auch nicht gerade positiv dazu beigetragen. Ich kann mal wissen, was hier drüben noch ist. Dass jetzt hier vielleicht sogar noch eine Verbindung ist. Ah, okay, also das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Knotenpunkt hier. Oh Gott. Upscaling complete. Also eigentlich müsste man hier auch nochmal zumachen, genau in dieser Position. Oder hier. Je nachdem, was hier rauskommt. Weil das hier ist super geil. Das hier. Ich schicke ihn auf jeden Fall schon mal hierher.
Ja, brauchen die. Ich habe das Gefühl, seit 1000 Jahren hängen die jetzt hier bei 34 fest. Ach so, ja, weil hier emigriert wird. Ja, okay, das ist ein Grund. Special Project actualized. Weltraumwolken entschlüsselt. Die Weltraumwolken gehören, soweit die unternehmerischen Forscher das sagen können, zu den ältesten Wesen des Universums. Sie scheinen sich nur wenige Milliarden Jahre gebildet zu haben, nachdem Materie, wie wir sie kennen, entstanden ist. Aus den gewaltigen Kräften des jungen Kosmos, der sie aus dem Nichts schuf, sie hätten einst Sterne werden sollen. Aber dazu kam es nicht. Okay, das ist sehr wirr. Die Erklärung ihrer scheinbar tierischen Intelligenz ist noch schwieriger, aber die Antwort darauf könnte in den abnormal starken elektromagnetischen Feldern liegen, von denen sie zusammengehalten werden. Ein weiteres Produkt ihrer uranfänglichen Natur. Es ist nicht undenkbar, dass die Zirkulation ihres merkwürdigen Sternenstaubs und ihre Gravitationsfelder sich innerhalb eines ausreichend großen Zeitraums zu so etwas wie Nervenbahnen angeordnet haben. Ist rein biologisch ziemlich gaga. Darüber hinaus scheinen die Wolken über mehrere Lichtjahre hinweg Impulse auszutauschen oder gar richtig zu kommunizieren. Vermutlich spielt bei diesem Phänomen die Quantenverwebung wohl eine Rolle. Modifikator Wolkenzerstörer mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt: Schaden an Weltraumwolken oder einfach nur faszinierend. Modifikator Raumschleife mit den folgenden Effekten: Physikforschung durch Jobs plus 10%. Finde ich ehrlich gesagt besser. Finde ich sehr viel besser. Einfach pauschal plus 10% Physikforschung. Das finde ich einfach sehr viel besser. Die machen 3,45 Wachstum. Und wie viel machen die an Wachstum? 3,97. Also viele emigrieren von Rob Coburg. Kein Wunder. Ah, sehr gut, Heinz. Potential Market Survey completed. Ja, das Gebiet kennen wir jetzt auch. Ja, diese Wirtschaftszonen helfen uns jetzt natürlich hier überhaupt nicht weiter. Wird eine Weile dauern. Sie wandern halt jetzt hier alle um. Oder beziehungsweise ziehen halt alle um. Was muss der hier noch machen? Wird leider nicht gezeigt. Schade. Upscaling complete. Ja, da wollte ich ja Dingens noch reinmachen, Handelsknoten. Da ist schon einer drin. Das ist einfach nur eine Verteidigungsstation, obwohl auch ein Handelsknoten hier wichtig wäre. Aber ich kann es eh nicht weiter transportieren als bis hier. Total doof ist, also ich bräuchte spätestens hier wieder jemand, der das dann weiterleitet. Und dann wieder hier. Ungünstig. Wir brauchen sowieso erstmal wieder mehr Sternbasen. Kapazität ist schlicht zu gering. Lightshow. Wissenschaftsoffizier Pari Prasad berichtet, dass die leuchtenden Weiten, die über das Bargol 5 bedeckte Eis strömen, einen Alien-Hintergrund haben. Von einer langen zurückgelegenen Schlacht ist das weit verstreute Wrack eines Alienjägers auf dem gefrorenen Planeten übrig geblieben und nur der freigelegte Kern seiner Hauptbewaffnung ist noch intakt. Anscheinend hat diese Alien Laser benutzt, die etwas fortschrittlicher als die sind, die derzeit in der unternehmerischen Flotte zum Einsatz kommen. Das summende Innenleben der Laser schickt regelmäßig schwache Laserstöße ins Eis und Bargol 5. Das raue Klima des Planeten verhindert, dass die Laser das Eis schmelzen, weshalb die frostige Matrix wie ein brillantes Prisma wird. Oh, wir bekommen die Technologie blaue Laser, einfach mal. Okay, das ist echt nicht schlecht. Das ist extrem cool. Ich geh mal kurz in den Schiffsdesigner rein und sag mal, ja, dass die bitte mal da eingebaut werden sollen. So, ohne Witz, blaue Laser rein. Braucht gerade eben keine Massebeschleuniger mehr.
Speichern bitte. Für dasselbe auch. Also ohne Witz, ich brauche da keine Massebeschleuniger für kurze Zeit mal wieder. Macht überhaupt keinen Sinn, es da quasi auf diese Massebeschleuniger zu setzen. Was kostet es mich, die Flotte abzugraden? Kann ich mir leisten. Machen wir das doch mal schnell. Bringt uns auf jeden Fall so einen kleinen technologischen Vorteil im nächsten Feuergefecht. Die Forschung, die wir betreiben, ist halt immer noch ziemlich unterirdisch. Zwar einige Legierungen, aber irgendwie. Ich bin immer überlegen, ob ich das hier ganz kurz mal einfach mal abreiße. Zack. Jetzt arbeiten die nämlich stattdessen jetzt hier in den Wirtschaftszonen. Gasriesen Forschungsstation. Über Biltron 3 sind Orbitaltrümmer gefunden worden, die einst zu einer großen irasianischen Forschungsstation gehörten. Was genau die Irasianer hier erforschte, bleibt weiterhin unklar, aber ihre Instrumente scheinen auf den Gasriesen selbst gerichtet gewesen zu sein. Ausstellung eines Spezialprojekts. So, Spezialprojekt, wo bist du? Geh zu. Projekt erforschen. Totalen Flickenteppich hier gerade eben an Gebiet. Ich bin noch total fragwürdig. So, mir fehlen hier tatsächlich. Wie kann es sein, dass mir Jobs fehlen? Ach so. Das sind andere Leute. Die sind jetzt hier arbeitslos. Das ist natürlich doof. Dann machen wir das da. Und die Genkliniken, die sind nämlich, glaube ich, Spezialisten. Und dann auch schaffen wir hier ein besseres besseres Bevölkerungswachstum. Sag mal, was ist heute los? Verborgener Kern. Der Asteroid JX464D ist zwar auf der Oberfläche unauffällig, scheint aber einen hohlen Kern zu haben, der mit wertvollen Kristallen besetzt ist. Er ist wie ein riesiger Geode, die in den Sternen hängt. Mit einer Anleitung von Wissenschaftsoffizier Shubham Varma sollten künftige Bergungsstationen in der Lage sein, diese Kristalle auf der Innenseite des Asteroids zu gewinnen. Oh, diese Art von Kristalle. Strategische Ressource entdeckt, seltene Kristalle. Nice. Also, wir bauen jetzt diese Genkliniken. Da gehen zwar dann ein paar Konsumgüter mal wieder flöten, aber wir haben einige davon auf Lager. Das heißt, wir werden das sehr, sehr bald wieder ausgleichen können. Das ist richtig, Major Marflow. Hab's gerade eben gelesen, sorry. Asteroidenkollision. Bei genauerer Untersuchung haben wir entdeckt, dass ein kleiner Asteroid, der fast gänzlich aus wertvollen Metallen besteht, kürzlich mit WX1234T1 kollidiert ist. Diese kleine, aber dichte Metallvorkommen befand sich dicht unterhalb des Asteroidenoberfläche. Nun aber ist er freigelegt und kann abgebaut werden. Ein Glückstreffer. Yay. Nicht unbedingt, dass das jetzt aktuell braucht. Archäologieprojekt abgeschlossen. Eine Analyse der irasianischen Orbitaltrümmer über Biltron 3 hat kaum Antworten gegeben, aber wir haben nun eine Vorstellung, was ihre Wissenschaftler in ihrer Forschungsstation studierten. In der geborgenen Protokollen wird ein Objekt künstlichen Ursprungs erwähnt, das tief in den zerquetschten Atmosphäre des Gasriesen treibt. Die Robco Einstein hat trotz wiederholter Atmosphärenscans keine Spur eines derartigen Objekts gefunden. Also ist den Irasianern letztlich doch die Bergung geglückt. Oder in den zahllosen Jahren seit ihrer hat jemand anderem. Ja, kann jemand anders gewesen sein. Fehlen wir nochmal ein weiteres Artefakt. Okay, wir wissen jetzt also, dass hier sonst nichts weiter drin ist. Nehme ich eher das hier, das ist dann energetisch neutral. Das ist dann energetisch deutlich neutraler. Potential Market Survey completed. Weil ich dann einfach hier 4 Energie gewinnen kann.
dann sind wir hier auch dann schon mal quasi so ein bisschen eingeschlossen. So, die Forschung wird jetzt hier beschleunigt, was ich sehr gut finde. Hydrokultur, hydroponische Farm, ja, warum nicht? Brauchen Nahrung. Machen wir einfach mal 23 davon. Urschleim. In geschützten Löchern überall auf der Oberfläche von Isviria 2 befinden sich reichhaltiger Schlamm aus einfachen organischen Verbindungen, von dem unsere Forscher glauben, dass er eine Brutstätte für Abiogenese sein könnte. Die spontane Bildung von organischem Leben aus lebloser Materie wird erst durch die ungewöhnliche dicke Atmosphäre erreicht. Obwohl der Planet einige einzigartige Gelegenheiten zum Untersuchen besitzt, was die frühere Stadien des Ursprungs des Lebens sein könnte, wäre es am besten, unsere Erwartungen niedrig zu halten, da es noch Millionen von Jahren dauern könnte, bevor sich auf Isviria 2 Leben entwickelt. Es kommt drauf an, was man unter Leben definiert. Ganz im Ernst, also ganz simple Formen von Reproduktion passiert unfassbar schnell. Man geht davon aus, dass es innerhalb kürzester Zeit eigentlich schon passiert sein muss. Also quasi, sobald alles zusammenkommt, beginnt es. Du brauchst einfach nur die Bedingungen. Wenn du sowas wie die Ursuppe im Labor einfach zusammenkippst in einem Glas, unter bestimmten Voraussetzungen, passiert sofort. Das braucht nicht irgendwie noch eine Denkpause oder so. Das, keine Ahnung, was jetzt hier das Problem mit diesem Urschleim ist. Ausschau langt Eigenschaft. Oh, das ist immerhin cool. Erfahrungszuwachs plus 20% finde ich cool. Nochmal plus eine maximale Fähigkeitsstufe finde ich auch cool. Das ist definitiv kein Fehler, dass der das jetzt gerade eben gelernt hat. Also wenn es so weitergeht, muss ich auch hier irgendwie noch eine Grenze setzen. Dann kann ich diese Grenze hier nämlich wieder aufheben. So, Flotte wurde verbessert. Geilo. Ist eigentlich im Schiffsdesigner schon die Möglichkeit, die Panzerung zu verbessern? Nee, noch nicht. Upscaling complete. Die Musik ist schwach. Welche Musik meinst du denn? Im Spiel selber? Upscaling complete. So, jetzt hoffe ich mal, dass die jetzt hier ein bisschen mehr für Wachstum sorgen. Immerhin 0,39 pro Monat. Forschung ist wieder ausgelaufen. Was nehmen wir jetzt? Netzüberlastung. Ja, wäre eine Idee. Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit. Die überlegene Kontrolle über das Kolonieschiff. Nee, das bringt nichts. Das haben wir ja schon. Mach das hier. Ich will mehr Energie haben. Guten Abend, Gamezone. Grüß dich. Kommt drauf an, Major Muffler, also das ist nur am Anfang so. Gegen später finde ich diese Musik unglaublich geil und inspirierend. Das ist halt einfach nur, weil gerade eben relativ wenig passiert. Empfänglich. So, jetzt gucke ich mal, kann ich jetzt endlich... Ja! Irlands Kriegsgrund, ja, Jim Nation hat jetzt einen Kriegsgrund, Enteignung gegen uns verwenden. Werden sie hoffentlich nicht tun. So, wir müssen jetzt nur warten, bis die jetzt hier 25 Bewohner haben. Wir sehen jetzt, was sie haben. 11, ja, das dauert noch ein bisschen.